Am heutigen Handelstag ist eigentlich relativ wenig passiert. Man sucht vergeblich so richtige Highlights, ungewöhnlich eigentlich angesichts der Corona-Krise, die ja solche Turbulenzen hervorgerufen hat. Heute so ein bisschen ein dünnvolumiger Handel. Es passiert nicht so wahnsinnig viel. Okay, wir hatten die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, aber die haben wir jeden Donnerstag. Und da ist es mir ein bisschen schwer gefallen, mal eine Headline zu finden, irgendwas Griffiges zu finden, ein Thema zu finden, das irgendwie in den Vordergrund zu rücken ist. Eines habe ich dann doch gefunden, nämlich, dass der Nasdaq jetzt positiv ist im Jahr 2020. Ungewöhnlich angesichts dessen, was da alles passiert ist, was da alles wegbricht, was da alles an Realwirtschaft passiert. Aber die Aktienmärkte, die spielen ein eigenes Spiel und nach wie vor gibt es diese Tech-Euphorie. Aber die Frage ist, wird die länger andauern oder sind wir jetzt an einem Scheidepunkt, wo es vielleicht sinnvoll ist, sich ein bisschen defensiver zu positionieren, in Value zu gehen, also in Substanz zu gehen, in Dinge zu gehen, die eigentlich das Klassische sind, statt in Tech zu bleiben, die ja schon durchaus, naja, fast zu Tode geritten sind, möchte man meinen. Aber schauen wir uns die Dinge mal an. Der Nasdaq hat es heute geschafft, wie gesagt, jetzt ins Plus zu kommen mit einem weiteren Tagesgewinn über 1%. Damit hat er die Verluste, die zuvor der Fall waren, die vor allem im März dann der Fall waren, mehr als ausgleichen können. Und wenn wir uns mal anschauen, naja, wie sieht es da fundamental aus? Ich stelle diese Überlegung immer wieder an, auch wenn viele sagen, naja, ist doch egal, Fundamentaldaten zählen nicht mehr, Bewertungen zählen nicht mehr. Diesmal ist alles anders, wir kennen ja diese Sprüche, dann sehen wir, dass wir hier eine leichte Differenz haben zwischen dem Nasdaq Composite und den 12-monatigen Forward Earnings per Share, also praktisch der Erwartung für die nächsten 12 Monate, was für Zahlen, was für Gewinne diese Unternehmen, die in diesem Nasdaq Composite sind, dann auch berichten werden. Also da ist eine leichte Lücke. Wir sehen, dass jetzt die Ratio zwischen Growth und Value, also das Verhältnis zwischen Growth und Value, so extrem ist, dass man es nur vergleichen kann mit Dezember 1999 und Februar 2009. Alles großartige Börsen, oder es folgten dann großartige Börsenzeiten. Aber wie Sentiment Trader hier schreibt und zeigt, ist es egal, was dann passiert ist, nämlich nach Dezember 1999 oder Februar 2009, egal ob da ein Bullenmarkt kam oder ein Bärenmarkt kam, es war immer so, dass Value dann sich besser entwickelt hat, wenn dieses Missverhältnis so extrem war zu Growth, also zu Wachstumswerten. Damit ist meistens ja gemeint Tech. Also es könnte jetzt langsam sein, dass man vielleicht hier besser die Chips vom Tisch nimmt, nicht die Tische vom Chip, sondern eben die Chips vom Tisch und dann vielleicht mal überlegt, ob man sich da anders positionieren kann. Das zumindest sehen einige auch so. Wir sehen hier nochmal dieses Verhältnis. Wir waren nur am Peak der Tech-Bubble, waren wir ein bisschen höher noch in der Relation zwischen Wachstumswerten und Value-Werten. Das sind schon absolute Extreme. Und insgesamt kann man sagen, wenn wir uns mal den S&P 500 anschauen, dann haben wir auch hier den Earnings per Share Forward, also praktisch die Erwartung dessen, was da kommt, da wäre eigentlich ein bisschen Luft nach unten. Aber das sind böse Zungen, die sich so äußern. Schauen wir uns mal die einzelnen Sektoren an, dann sehen wir, dass Energiewerte jetzt in letzter Zeit deutlich gewonnen haben. Wir sehen hier drei Zeitebenen, einmal den Bereich 19.02. bis 6.05. Dann 19.02. bis 23.03. und 23.03. bis 6.05., also praktisch bis gestern. Und wir sehen, dass natürlich Information Technology sich da besonders gut schlägt, schon mit die geringsten Rückschritte, praktisch die geringsten Abverkäufe hatte auch im März und jetzt sehr gut performt. Nur Energie ist besser durch den Ölpreis, aber man war vorher ja auch deutlich abgestraft, hatte teilweise 86% verloren. Also wir sehen, dass jetzt sozusagen diejenigen, die ganz stark abgewatscht wurden, in Führung liegen, während Information Technology mithin, also der Tech-Sektor, vorher mit am geringsten abverkauft wurde und jetzt nach wie vor in der Spitzengruppe sich aufhält. Wir haben heute dann wieder so Hoffnungsmotive in den Märkten. Hoffnung ist vielleicht ja auch eine Strategie. Wir haben Moderna, amerikanisches Pharmaunternehmen, das jetzt praktisch die Erlaubnis für Phase 2 klinische Tests bekommen hat von der Aufsicht, wahrscheinlich Remdesivir 23.785. Und wir haben natürlich die ewigen Gilead, die ihr Remdesivir jetzt in Japan ausprobieren dürfen.
Warum nicht in Namibia oder in, keine Ahnung wo, in Timbuktu oder wie auch immer, jedenfalls sind das diese Motive, die so ein bisschen die Märkte oben halten, obwohl die Corona-Zahlen heute doch wieder ziemlich unangenehm sind, weltweit gesehen. Also da gibt es eigentlich keine wirkliche Entspannung. Jetzt kommt hier zum Beispiel Morgan Stanley und sagt, Leute, wir sehen am Markt, dass ein bisschen Fear of Missing Out ist, also die Angst, etwas zu verpassen. Und das, meint Morgan Stanley, ist vielleicht nicht so ein gutes Konzept, wenn man jetzt versucht, hinterher zu rennen. Ich hatte immer wieder gezeigt, dass vor allem Hedgefonds ganz stark auf der Long-Seite positioniert sind, aber auch Vermögensverwalter ganz stark und natürlich die amerikanischen Privatkunden, die in diesem Haifischbecken, der die Aktienmärkte ja auch eigentlich sind, natürlich die dankbarsten Opfer sind für die großen Haie, ganz leicht zu schlucken. Die lässt man manchmal ein bisschen anfüttern und wenn sie dann ein bisschen Gewicht auf die Waage bringen, dann schnappen die Haie zu und fressen die Kleinen. Passiert das diesmal? Das ist die große Frage. Oder passiert es eben nicht? Wir schauen uns mal hier an, dass die Realität ein bisschen anders aussieht. Wir haben jetzt schon hunderte von Earnings Calls gehabt, also wo amerikanische Firmen dann ihre Zahlen vorlegen. Und wir sehen, dass die Furcht und die Einstellung zu den Dingen negativer ist als in der Finanzkrise. Viele wollen keine Investitionen tätigen oder deutlich geringere Investitionen, wollen keine Aktien zurückkaufen oder deutlich weniger, wollen weniger Dividende ausschütten oder gar keine. Und das waren ja eigentlich alles so ein bisschen die Treiber, Aktienrückkäufe, Dividenden. Das war doch das Argument, eigentlich immer in den Aktienmarkt zu gehen. Wo ist die Alternative? There is no alternative, Tina, war ja das Motto. Aber naja, wenn ich keine Dividende mehr kriege oder weniger und keine Aktienrückkäufe mehr habe, die das Angebot der Aktien verknappen, dann könnte es da ein bisschen schwieriger werden. Kommen wir zu Schwierigkeiten anderer Natur, nämlich die Erstanträge heute auf Arbeitslosenhilfe, 3,169 Millionen, ticken über der Erwartung, was aber weit über der Erwartung war, also deutlich schlechter als befürchtet war. Es sind die sogenannten Continuing Claims. Ich hatte immer wieder gesagt, dass diese Continuing Claims immer wichtiger werden mit der Zeit, weil es eben so ist, dass wenn die Leute praktisch fortgesetzt arbeitslos bleiben, dann sehen wir, wie es mit der Wirtschaft wirklich steht. Und wir sehen, dass diese Continuing Claims jetzt auf 22,647 Millionen gestiegen sind. Die Erwartung war eigentlich so knapp unter 20. Wir haben also etwa 2,7, 2,8 Millionen mehr an diesen fortgesetzten Anträgen auf Arbeitslosenhilfe. Wenn wir uns mal anschauen, wo gehen denn die Jobs verloren, dann sehen wir in den großen Firmen, also die mit mindestens 1000 Mitarbeitern, da sind 7,6 Millionen Jobs entfleucht. Es sind vor allem in diesen ganz kleinen Firmen 1 bis 19 Mitarbeiter 3,36 Millionen entfleucht, 20 bis 49 Mitarbeiter 2,6 Millionen und dann eben im Mittelbau 50 bis 500 Mitarbeiter sind es 5,2 Millionen. So setzt sich die ganze Geschichte hier zusammen. Es sind natürlich diejenigen in den großen Firmen, die dann oft auch Homeoffice machen können, das nur mal am Rande. Einer der, ja, das Opfer vielleicht ist ja die Gastronomie. Und da hatte ich gestern eine Grafik gezeigt, die klar macht, dass in diesem Hospitality- und Leisure-Sektor, also Gastro, wenn man so will, dass da die meisten Jobs verloren gegangen sind. Und jetzt muss man sich vorstellen, kommen diese Jobs wieder? Wir haben ja jetzt in Deutschland die Situation, dass die Restaurants und so weiter wieder aufmachen können, aber so 50% Belegung haben dürfen, also maximal halb gefüllt sein dürfen. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass Restaurants so eine Marge von 5 bis 10% haben, dann wird das schon sehr, sehr knapp, zumal man eben mit den Getränken am meisten Geld verdient. Und vor allem, wenn die Leute irgendwo in einer Bar sitzen, das tun sie ja meistens doch, wenn sie sich ein bisschen näher rücken, da ist eigentlich die Marge für die Gastro und das ist jetzt natürlich ein bisschen schwieriger. Also dieser Sektor, der wird weiter große Probleme haben. Große Probleme haben wir auch in Deutschland, was die Konjunktur betrifft. Hier sehen wir zum Beispiel die Car Registrations, also die Autozulassungen, die leicht nach unten gehen, wie Sie aus dieser Grafik entnehmen. Das gilt auch für die deutsche Industrieproduktion. Minus 9,2% im März, wie gesagt, also wohlgemerkt, denn der April dürfte noch ein bisschen heftiger werden. Da ist ja gar nichts passiert, wenn man so will. Und was heute jetzt vielleicht auch noch ein Thema ist, das ist, dass die zweijährige US-Staatsanleihe das erste Mal oder beziehungsweise auf ein neues Tief gefallen ist, ein Allzeittief und möglicherweise sogar bald negativ wird. Wir sehen,
in den Anleihe-Futures teilweise schon, dass hier gespielt wird, dass auch die USA letztendlich negative Renditen haben werden. Und das wäre für die Amerikaner ein echter Gamechanger. Die haben immer, wenn man sich US-Finanzmedien angesehen hat, im Fernsehen, CNBC oder auch Bloomberg, dann haben alle amerikanischen Analysten immer gesagt, ja, also Negativzinsen oder sowas oder negative Renditen, das wird bei uns nie kommen, das gibt es nicht. Aber es gibt es doch, die negative Yield Curve, also praktisch die Inversion der Zinskurve, dass also kürzer laufende Anleihen höher rentieren als länger laufende, hatte das schon angedeutet. Und ich wollte Ihnen dies erstmal zeigen. Wir sehen hier eben, dass auch diese Inversion der Zinskurve wieder mal zuverlässig eine Rezession vorausgesagt hat. Auch wenn niemand natürlich wissen konnte, dass das Coronavirus der Auslöser sein wird oder der Katalysator sein wird. Und wir sehen, dass Gold eigentlich in einer Zeit, in der die Yield Curve praktisch negativ invertiert oder invertiert, dass Gold dann eigentlich vor einer guten Zeit steht. Gold reagiert heute auch eben auf den Abverkauf jetzt der US-Staatsanleihen, respektive auf den Abverkauf der Rendite. Die Kurse steigen, die Renditen fallen, so ist das ja dabei. Und wir sehen hier, wie die Fed dann möglicherweise agieren wird. Das ist eine Projektion. Wie schaut es aus mit dem Repo-Markt? Wie schaut es aus mit den verschiedenen Programmen, die Fed jetzt aufgelegt hat? Wir sehen auf jeden Fall eine massive Ausweitung der Bilanzsumme. On the long run wird das dem Dollar nicht wirklich gut tun. So kann man vermuten. Schauen wir uns ein paar Charts an, meine Damen und Herren. Was wir hier sehen, das ist der Nasdaq 100, der es also geschafft hat, beziehungsweise auch der Nasdaq Composite jetzt ins Plus zu drehen für das Jahr 2020. Wir sehen, dass wir im April schon mal auf diesem Niveau waren, jetzt hier auf Future-Basis, abgeleitet dann als CFD. Wir haben den deutschen Leitindex, und die Charts sind von Capital.com, meine Damen und Herren. Den haben wir bei 10.736, war schon in Richtung 10.800 unterwegs. Wir sehen, dass Gold jetzt eben einen deutlichen Move macht, Dollarschwäche. Dadurch, dass die Renditen jetzt negativ zu werden drohen in den USA, da sind wir bei 1713. Und das amerikanische Crude Oil, das freut sich noch, aber am 19. Mai ist der Verfall des Juni-Kontraktes und dann könnte es wieder ein bisschen eng werden, zumindest für diejenigen, die in diesem Juni-Kontrakt auf der Long-Seite sind. Die müssen dann nämlich vielleicht irgendwie das Öl in Empfang nehmen und es irgendwo lagern. Und die Frage ist, wo kann das passieren? Also, das ist vielleicht das, was heute interessant ist. Wir haben die Situation, dass die Renditen in den USA stark nach unten gehen. Und wir haben die Situation, dass die Blase, ist es eine Blase, der Nasdaq, die Tech-Werte weiter gut laufen. Man kann eigentlich natürlich sagen, okay, gucken wir uns mal eine Apple an, die über $300 steht. Die wird natürlich zum Beispiel im Apple Store wahrscheinlich relativ starke Umsätze machen, weil die Leute sind zu Hause, die haben mehr Zeit. Aber werden die Leute sich eben jetzt angesichts der Situation, dass sie weniger Geld verdienen, vielleicht arbeitslos sind, werden sie sich schöne iPhones kaufen, die ja auch nicht so richtig günstig sind? Das gilt dann für viele andere Dinge eben auch. Wird die Werbeindustrie bei Google, bei Facebook nach wie vor so viel Geld ausgeben? Ja oder nein? Das sind die Fragen, die hier zu beantworten sind. Jedenfalls sehen wir, dass die Bewertungsniveaus extrem krass sind. Die sind nur dadurch möglich, dass die Fed sozusagen all in geht und gesagt hat, wir tun alles. Und es ist die Hoffnung auf Impfstoff und Lockdown-Ende, die das möglich macht. Wir werden sehen, ob diese Hoffnungen wirklich begründet sind. Und jetzt sage ich Ihnen ein fröhliches Servus und ciao.